Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt mal die Türe weiter füttern. Der Hauptstall ist jetzt versorgt. Wir müssen jetzt noch zum Stall Nummer, ja, wo jetzt die Kälber sind, ne? Die weiblichen Kälber vor allem. Da muss ich jetzt hin. Da kommen auch nachher die weiblichen Muttertiere rein. Und zwar, ja, bevor ich Umzug gestalte, ne? Also jetzt muss ich noch mal sehen, dass ich die Silage hinbekomme. Nachdem ich geführt habe, werde ich das schön verdichten und schön verteilen. Wir hoffen, dass wir den Felden 38 abgeerntet kriegen. Sobald es trocken wird, dann geht das los mit Sojaernte. Sojaernte ist noch ganz wichtig, dass ich die Soja noch reinbekomme. Und sagt Wetterbericht. Der Wetterbericht sagt, ja, heute nur trocken, dann 0 Uhr und dann Schnee. Samstag Schnee. Dann ist wohl ja eher erledigt, also dann trocknet er nicht mehr. Es wird nochmal richtig trocken heute, also ich hoffe mal, dass es auch klappt, dass das Symbol da oben, dieses da weggeht. Dass wir die Soja noch ernten können. Also Soja ist eigentlich für unsere Breiten, glaube ich, nicht so geeignet. So, einmal Futter noch. Bitte schön, ne? Und dann müssen wir uns Dings kümmern, unsere Pfeifen hier, ne? Unsere Hechtelbefahrer. Ups. Ja, Gärreste verkaufen, wusste ich gar nicht wo. Ist glaube ich nicht vorgesehen, ich glaube eher fürs Acker. Hatte ich auch mal gemacht, aber jetzt zur Zeit schaffe ich das nicht. Als Düngestufe ganz gut. Jetzt bringt es ja sowieso nichts, weil ja in Anführungszeichen das gut Deutsch. Ja. Die Felder jetzt nicht bestellt werden hier, ne? Neue Karte, neues Glück. Und da muss ich die ganzen Felder wieder kaufen. Und das macht noch ein bisschen Arbeit. Aber das ist halt so, ne? Das heißt, ich muss mir hier die Summe aufschreiben, entweder die Summe komplett, Maschinen muss ich versuchen rüberzukriegen. Maschinen und Kühe. Ich weiß noch nicht genau wie, kann das nicht klappt, Maschinen kann ich notfalls auch gut schreiben, ne? Also fragt mich nach der Summe, genau. Was ich mal ausgegeben habe hier. Pro Gerät, das wird richtig heine Arbeit. Ja, das würde ich auch pauschal per Kopf. Ah ne, aufschreiben werde ich schon und dann entsprechend die großen Geräte, also die kleinen hier, Förderband 5000, so, da werde ich gar nicht lange fackeln. So pingelig bin ich auch nicht, muss ja nicht jeden Euro gleich stürmen. Aber die Gebäude zum Beispiel oder die richtig teuren Maschinen, wie jetzt Häcksler mit einer halben Million, da wäre schon nicht schlecht, wenn man das Geld wieder kriegt, ne? Wenn man die Maschinen nicht mitnehmen kann. Ne? Oder hier die Erntemaschinen, die Drescher zum Beispiel, das wäre ja mal schade. Die Summe werde ich mir ausrechnen, rund, ne, werden einige Millionen sein. Wir werden sehen. Und dann werde ich das entsprechend notfalls gut schreiben, wenn die Übernahme der Maschine nicht klappt. Ich muss mal die Safe-Datei anschauen, wo es drin steht. Es gibt sowas, also. Lass uns stehen, ne? So. Hier fährt und da fährt keiner. Warum nicht? Hier wenn man einstellen. 38. Vielleicht liegt es daran, ne? Ja, das hat vielleicht geholfen. Das ist nicht. Könnten wir den auffahren lassen.
hat funktioniert, ne? Also so. Dann können wir noch mal ein bisschen verdichten. Haben wir fleißig gefahren hier. Zweimal. Wir müssen ein bisschen so fahren, dass wir genau auf den Hügel mit der Reifen fahren, ne? Dass wir nicht in der Mitte aufliegen. Jetzt sind wir jetzt ziemlich oft hier fahren normalerweise. Dann geht das. Ein paar Mal fahren und das wird ein bisschen ebener. Ne? Planieren und so schieben, da bringt fast gar nichts. Gut reinschieben wir eh nicht her. Das wird eh nicht ausbleiben. Aber. Hab ich Allrad eingestellt? Ja. Nach vorne verteilen müssen wir noch, das ist richtig. Aber oh, geht schon ganz gut. Normalerweise kriege ich die drei Dinger rein, ne? Drei Silos. zwei. Da muss ich noch überlegen, wahrscheinlich mal noch ein Silo zu kaufen. Wahrscheinlich. Entweder baue ich das Formsilo auf oder platziere das unten drinne. Mal schauen. Aber erstmal machen wir es voll. Na, jetzt geht schon zwei Folgen, aber das ist ganz gut so. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann geht es ein bisschen vorwärts, ne? Heute haben wir Tag. Ja. Donnerstag. Morgen ist Freitag. Morgen ist Livestream hier in Thüringen, ne? Also, wer gerne dabei sein möchte, würde mich wohl freuen. Ich kann leider nur Freitag, Samstag ist es ungünstig. Wie gesagt, die ganzen Aufnahmen für die Woche mache ich ja am Wochenende fertig. Das würde ich in der Woche gar nicht schaffen. Zeitlich gesehen und vor allem eine Erschöpfung von der Arbeit. Naja, Erschöpfung übertrieben, aber wie gesagt, man ist doch. Wenn der Tag um ist, man froh, ne? Deswegen mache ich das lieber nicht. Das Aufnehmen. Ja, wird noch gehen, also bearbeiten und so, das mache ich auch eine Woche. Aber wie gesagt, diese direkte Aufnahmen, das mache ich lieber am Samstag oder Sonntag, das ist nur Not, ne? Und jetzt hier geht los, eine Folge noch, alles bearbeiten, ne? Das darf man nicht unterschätzen, das ist doch schon ein bisschen was zu tun. Und man kann ja nicht wegrennen vom PC, das ist ja so. Wenn ich alle einstellen könnte, jetzt machen wir alles fertig, ja, also eintippen, zack, zack, bearbeiten, nächsten Schritt machen, bearbeiten, bearbeiten, ja, geht leider nicht. Ich kann dann nur einer am anderen machen. Oder gibt es da so ein Programm, wo man mehrere zur gleichen Zeit machen kann, also wenn ich alle fertig machen könnte, ein Ritt und dann sagen die, guck, nach zwei Stunden geht man jetzt im Rechner, guck nach, so, das ist aber nicht so, ne? Und will aber arbeiten, geht leider auch nicht so. So schnell. Und morgen Vormittag geht hochladen, ne? Also da ist der ganze Vormittag nur mit Hochladen beschäftigt. Wo das Hochladen an sich nicht das Problem ist, das macht er ja eh alleine, ne? Aber später muss ja alles ausgefüllt werden, ne? Datum, Beschreibung, Titel und so weiter. Das muss ja gemacht werden. Oh, geht das vorwärts jetzt hier. Er fährt weiter nach vorne, sehe ich gerade, ne? Merkt ihr das auch?
Oder es täuscht. Ah, juckt. Ja, so ein großer, schwerer Traktor ist schon von Vorteil. Ne? Sieht man ja gleich verteilt, was macht. Ist es gleich erledigt zum einen, zum anderen. Ja, es ist halt fast alle unterwegs. Was ist da los? Geht nicht weiter? Wir gucken, stehen wir zwei. In der Kurve ist blöd, also das ist immer ganz schwierig. Ja, hier die Soja, das müssen wir dringend machen. Ja, warum fährt er nicht weiter? Du bist doch voll. Wieso fährst du nicht weiter? Hast du ausgeschaltet? Warum? Geht aber so nicht, ne? Eine Pause machen zwischendurch. Jetzt fahren wir nicht natürlich da rein, ne? Gucken, wo der jetzt lang fährt, ob der jetzt. Ja. Hundertprozentig steht im Wege, oder? Ja. So, ne? Ne? Geht. Anscheinend klappt das jetzt. Hinterm Start. Wow, er nimmt die Kurve, Wahnsinn. Er fährt nicht zum Händler. Weil die sind anfangs zum Händler gefahren, haben da die Kurve gefahren. Da dachte ich mir, oh, da gibt gratis Bier. Oder Kaffee. Irgendwas muss da gegeben haben. Naja, sicherlich war mir ein Fehler gewesen. Beim Einstellen. Dass die Kurve so eng gewählt war, wahrscheinlich, dass sie nicht recht klar kam. So, fährst du eins. Mit 3-3 ist ein guter Einfall. Das Eigengewicht schon mal als Verdichtung fehlt. Na, haben wir keinen Bock heute oder was? Was ist los? Reinige, was machst du denn hier? Nix. Ja. Anscheinend liegt es daran am Hänger. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut, dass ich da bin und aufpassen kann. So, wer steckt den Verkehr fest? Ja, nicht mehr mit aufnehmen. Ich muss euch überdichten, ich kann nicht alles kümmern. Vor allen Dingen schön verteilen. Das ist entscheidend. Dass hier schön eben ist, wenn wir früher fahren. Aber ihr fahren jetzt bis nach vorne, ne? Das
kann ich nur ans Umrechnen. Wahrscheinlich. Klüger wäre eigentlich, wenn wir das hinten voll machen, ne? Und dann her. Und dann hinten, ja. Und besser verteilt wäre. Und leichter den Hof fahren, ne? Obwohl ich die Rampe, die schräge, das mache ich ja extra so, dass es. Deswegen mache ich hier vorne auch den Rest nicht weg, ne? Das ist ja das ist ein schräge, da können wir leichter hochfahren. Die haben zu tun, ne? Obwohl die alle gut PS haben, die Fahrzeuge. Das ist ein Deckenpick, das gibt's gar nicht. Mal jetzt. Alter, hinter mir, kann sitzen. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Das haben wir schon, dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Ja, mit dem Mais, ne? Aber das geht auch jetzt zügig, ne? Also vom Prinzip her, das läuft jetzt einigermaßen, ne? Wie gesagt, morgen noch eine Folge, dann kommt Livestream. Dann machen wir die Dino dazu. Den Rest werden wir wahrscheinlich, ja, mal sehen. Umändern, ne? Vom Fahren her, ne? So, dann sagt mal tschüss. Und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Mit Mais. Tschüss.